Ursprünglich komme ich aus der Ukraine, aus der Stadt Kharkov. Und hier in Deutschland lebe ich seit 15 Jahren. Alle Lieder, die ich spiele, liebe ich. Deswegen, genau in dem Moment, wo ich spiele, ist das was ganz Besonderes für mich. Ich mag auch sehr gerne das jiddische Lied Ich hab dich zu viel lieb. Ich hoffe, mein Mann wird mich so lieben und ich ihn auch. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, aber ich bin in Israel aufgewachsen. In Israel war ich in Yeshivot. Ich habe dort mehrere Jahre in Yeshivot gelernt. Und jetzt bin ich wieder hier. Genau, ja, ich bin auch Vorbeter in verschiedenen Gemeinden hier in Deutschland. An Shabbatot und an den Feiertagen. Und ich leine auch, ich lese aus der Tora. Also ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main, da bin ich geboren und bin dann zum Studium, also Gesangsstudium, nach Luxemburg und nach Köln und nach Wien und bin jetzt seit 3 Jahren wieder in Frankfurt. Ich bin die Fesche Lola oder so, habe ich oft schon gesungen, aber habe das gar nicht so jetzt in Verbindung gebracht mit einer Historie des Autors oder so. Das liegt vielleicht auch an mir, aber als ich das dann nochmal im Kontext zu diesem Programm gesungen habe, ist es mir leicht gefallen und ich habe den doppelten Boden des Textes auch nochmal anders verstanden. Gefällt mir, dass man überhaupt erstmal die jüdische Musik ein bisschen kennenlernt und natürlich dann auch die Geschichten der Komponisten. Es gibt im Jiddischen einen Ausspruch, er ist ein Mensch. Das beinhaltet alle positiven Wohneigenschaften, die dir an die höchsten Werte im Leben stellen. Und Robert Stolz war so ein Mensch. Ich komme aus Mannheim, da bin ich aufgewachsen. Der Text des Liedes, immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden ist, immer sich fügt. Lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen. Sollte sich für Fritz Löhner-Weder und seine Familie mehr als bewahrheiten. Lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen, taten viele Häftlinge, wenn sie ihren Mördern gegenüberstanden. In Auschwitz erschlagen zu werden, weil man nicht mehr schnell genug arbeitet und so viele wunderschöne Melodien geschrieben zu haben, das ist schon, ja, schlimm. Im Übrigen basiert diese Operette auf dem Theaterstück Die gelbe Jacke von Viktor Hirschfeld, ebenfalls einem Juden. Es ist ja eigentlich dreigeteilt. Es beginnt in Europa, dann reisen wir nach Amerika und dann nach Israel. Im zweiten Teil, Halleluja, finde ich wunderschön. Halleluja, Halleluja.